Die Artworks wurde 2018 mit dem Kunstpreis der Stadt Nordhorn ausgezeichnet. Das heißt, mit dieser Würdigung ist verbunden der Preis selber, aber auch eine Ausstellung in der Städtischen Galerie und eine Publikation. Und die Ausstellung, die wir jetzt hier in der Städtischen Galerie Nordhorn zeigen, ist eine Installation, die Artworks in dem Raum und auch für diesen Raum entworfen haben. Es ist eine architektonische Installation. Sie heißt Doubles. Und der Begriff Double bezieht sich tatsächlich auf das Verdoppeln oder auf den Doppelgänger. Und im Wesentlichen besteht die Installation daraus, dass sie die Ausstellungsarchitektur, die die Städtische Galerie Nordhorn besitzt, verdoppelt haben. Das heißt, wir haben eine doppelte Anzahl an Ausstellungswänden im Raum, die jetzt nicht mehr einen großen, weiten Ausstellungsraum bilden, sondern eher etwas, das man ein Lager mit Ausstellungswänden nennen könnte. Der Ausstellungspavillon der Städtischen Galerie Nordhorn ist selber keine rein funktionale Architektur, sondern er ist vielmehr ein gebautes Kunstwerk. Er wurde 1996 entworfen von Stephen Craig, ein international bekannter Künstler, der sowohl sich mit Kunst als auch mit Architektur befasst, vor allem eben mit Konzepten von Architektur. Und er hat sich in diesem Fall mit der Idealform des Ausstellungsraums auseinandergesetzt. Wir sprechen im 20. Jahrhundert in der Moderne vom sogenannten White Cube als dem Idealausstellungsraum, weil der White Cube eigentlich eine neutrale, leere Projektionsfläche sein soll, bei der nichts von der präsentierten Kunst ablenkt. Tatsächlich ist es natürlich so, dass der White Cube, wie jede Architektur der Moderne, natürlich auch einen ideellen Hintergrund hat, der idealen Proportion zum Beispiel. Und Stephen Craig bezieht sich auf diese Idee der Moderne, indem er nicht einfach nur einen neutralen Baukörper geschaffen hat, sondern dieser Baukörper zitiert moderne Architekten, die längst ikonische Bauwerke geschaffen haben, wie zum Beispiel Ludwig Mies van der Rohe oder Le Corbusier oder auch Walter Gropius, sodass dieser Pavillon natürlich nicht neutral ist, sondern er repräsentiert etwas. Und das ist natürlich dann auch das Thema der Bearbeitung, die Artworks hier gemacht haben, dass sie den Ausstellungspavillon als eine leere Projektionsfläche ernst nehmen, als einen Raum der Möglichkeiten. Die Arbeitsweise von Artworks zeichnet sich dadurch aus, dass die Künstler von der ersten Ortsbesichtigung bis zur Realisierung des Werkes den gesamten Entwurfs- und Produktionsprozess selber machen. Und das heißt auch, dass sie mit einem enormen handwerklichen Aufwand auch selber die Installationen bisher alle gebaut haben, die sie entworfen haben. Und daraus entsteht natürlich eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Material, mit den Formen, mit dem Ort, die vielleicht anders so gar nicht stattfinden könnte. Und das hat man auch bei dem Aufbau der Installation hier sehr stark spüren können, wie viel Arbeit und wie viel intensive Beschäftigung mit den Dimensionen, mit den Details auch stattgefunden hat. Also das war ein sehr spannender, sehr aufwendiger Arbeitsprozess, den wir hier beobachten konnten.